MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play City Car Driving Simulator. Ja, heute mit einem wunderschönen GMC. Schickes Auto auf jeden Fall, der 1500er. Und schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Wie sieht's aus mit dem Bremslicht? Schön hell, gefällt mir sehr gut. Licht. Okay, leuchtet zumindest. Und dann machen wir die Karre mal an. Er hört sich sehr, sehr kurios an, muss ich sagen. Aber wir testen ihn mal während der Fahrt. Oh. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts in diesem Auto. Besonders schnell sind wir auf jeden Fall mit dem Fahrzeug nicht. Das kann ich euch schon mal versichern. Huch. Aber er ist gut. Also er gefällt mir. Er hat eine komische Fahrweise. Er ist sehr, 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 sehr mega instabil. So. Also mir persönlich gefällt er sehr gut. Aber das ist immer so eine Ansichtssache. Dafür will ich ja immer wissen, wie euch die jeweiligen Mods gefallen. So. Wie ihr seht, fahren auch automatisch hier andere GMCs in anderen Farben rum. Wie im letzten Video schon gesagt, gibt es mittlerweile so einen Traffic-Mod. Jedes Fahrzeug, was man hinzufügt, kann man dann ebenfalls auch in den Verkehr hinzufügen. So, ich wollte mal sagen, wir geben ein bisschen mehr Gas, ne? Gehen wir mal Vollgas. War doch schon rot? Okay. Hoppla. Ich war es nicht. Das war der vor mir. Schön ist auch, normalerweise ist das ein Automatikgetriebe, wie man hier vorne an dem Dingens sieht. An der Schaltung, die vorne angebracht ist am Fahrzeug, direkt am Lenkrad. Und so, jetzt schauen wir mal, was so Topspeed-mäßig drin ist. Vierter Gang. Da habe ich gerade aber fies. Die Kupplung flatschen lassen. Hörte sich eklig an. Entschuldigung, war nicht extra. Ich habe doch nicht das Bremspedal so lange an. Wo sind wir jetzt? Landstraße, ne? Ja. Gut, der Scheibenwischer funktioniert auch. Er bleibt ein bisschen lange hängen. Aber das ist ja nicht so schlimm eigentlich. Also mir gefällt der Mod.
Nicht so wie jetzt der VW Beetle. Der war richtig geil gemacht. Auch was so Sound angeht und so weiter. Schlecht ist der nicht. Wow. Wollt ihr überholen oder was? Und hat mich gerammt. Massencrash. Wow, da kam ein Auto angeflogen, Mann. Vorsichtig. Ich habe Paarung gemacht hier. Ich sehe auch gar kein Drehzahlmesser, glaube ich. Ich glaube, in der Jahreszeit, wo das Ding gebaut wurde, gab es sowas nicht. Ich schätze mal, der ist Aspa uralt. Obwohl, na klar, es muss ja ein Drehzahlmesser gegeben haben. Weil wie sonst sollten die denn rausfinden, wie hoch die Drehzahl ist, wann sie schalten müssen. Vielleicht gab es früher keine Gänge. Geradeaus geht's zum Testing Ground, da wo wir auch hinwollen. Hey, Kollege. Moin. Den haben wir mal schnell überholt. Und jetzt die Tage erwartet euch noch ein fantastischer Mod von einem Lexus. Super geil gemacht, Sportsline Edition. Und das Ding ist wirklich nice. Aber beeilen wir uns hier. Wow, 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 wow. Vorsichtig. Hoppla, hoppla, hoppla. Bisschen wackelig. Wow, wow. Bam. Und. Wow. Nicht ausrasten und gerettet. Boah. Da habt ihr gerade fahrerisches Talent gesehen. Das auch. Schlimm sowas. Also, ja, ich weiß nicht, ob der Mod mir gefällt. Ich glaube nicht. Das Problem bei solchen Mods ist immer der Sound. Der ist wichtig bei mir. Oh, hier will einer überholen. Überholen wir doch mal. Schön sieht das da hinten denn aus? Wohin fahren wir überhaupt? Ich glaube, das wird die Bergstraße sein, wo wir jetzt momentan fahren. Wow! Wow! Fuck! What the fuck war das? Wo sind wir hin? Geflogen. Wir sind am Arsch der Welt. Vorsichtig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie wir wieder auf die Straße kommen. So, mit ordentlich Schmackes, glaube ich, klappt das bestimmt. Mann, hey, das ist der Hammer. Das ist alles überholen. Fuck. Wow. Vor allen Dingen, der Wagen ist schön gemacht, ja. Aber er ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Ja, es ist Bergfahrt, wo wir langfahren. Das kennen wir doch aus dem Karrieremodus.
kommt auch ein Kollege mit demselben Fahrzeug. Wie gesagt, ich finde das ganz cool. Da kann man so seinen eigenen Fuhrpark auch ins Spiel mit einbinden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schneller, 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 schneller. Wunderbar. Und was ich schade finde, dass die Sounds im Tunnel so leise sind. Dass man im Tunnel halt nicht lauter ist. Bam. Hab ich dich. Wir gehen mal hier lang. Wohin das auch geht hier. Aber es sieht interessant aus. Vorsichtig. Machen wir mal eine Bergtour. Ich glaube, das ist nicht der richtige Wagen dafür. Aber besser als ein Sportwagen hier lang zu fahren, glaube ich. Ich fahre extra was langsamer. Weil man weiß ja nie, was hinter der nächsten Kurve kommt. So, was ist hier? Eine Abzweigung? Oder was? Boah, voll in der Rille hängen geblieben. Na los, wir wollen wieder zur Straße runter. Das heißt, wir müssen hier lang. So, und gleich kommen wir auch schon wieder an, glaube ich. Wow, vorsichtig. Ja, jetzt wird es, glaube ich, was schwieriger. Boah. Gerade noch so weggekommen. Nice. Okay, Leute. Ich würde sagen, diesen Mod haben wir genug getestet. Mir gefällt er persönlich nicht so gut. Eure Meinung sehe ich ja natürlich wie immer in den Kommentaren. Bis dahin, Leute, macht's gut, bleibt gesund und tschüssikowski.